Hallo Filmfans, herzlich willkommen zu einer geschmacklosen neuen Kritik. Und heute geht es nicht um einen Hai-Tornado, es geht nicht um einen Sharkman und es geht auch nicht um Haie im Sand, im Schnee, im Weltall, im Klo, im Lokus oder sonst wo. Nein, es geht heute um, ja, eine Spinne mit einem wirklich mega riesigen Hinterteil, die Big Ass Spider, die nebenbei auch noch Troma-Chef Lloyd Kaufman zum Fressen gern hat. Das Ganze wurde von Mike Mendes inszeniert, auf dessen Konto solche Werke gehen wie Killers, The Convent, The Grave Dancers und jetzt so etwas. Und nun ja, die Handlung des Films ist eigentlich vollkommen Nebensache. Es geht um eine Spinne quasi, die stündlich immer größer wird, mit der irgendetwas nicht stimmt, irgendjemand hat was mit diesem Tier angestellt, keine Ahnung. Ja, und die randaliert dann in Los Angeles und knuspert dann natürlich nur nebenbei noch ein paar Menschen. Das Militär unter der Führung von Major Braxton Tanner ist ziemlich planlos. Die haben ja absolut keinen Plan. Typisch doof, diese Militär-Heinis, aber Hauptsache wir ballern die halbe Stadt kaputt. Wieder so ein übliches Klischee und naja, das Ganze muss dann ein Kammerjäger namens Alex Mathis samt seines Kompagnons José Ramos dann wieder gerade biegen. Genau, ein Kammerjäger jagt einer Mega-Monsterspinne hinterher, die später einen auf King Kong oder Godzilla macht. Aber quasi scheinbar die weiße Frau vergessen hat, wenn es dann auf den Wolkenkratzer geht. Gut, was ich sagen muss, ist, dass Big Ass Spider wirklich Trash ist. Es ist kein Pseudo-Trash aus dem Hause des Asylum, es ist wirklich liebevoll inszenierte B-Ware, B-Gülle, die man sich definitiv antun kann. Ja, und das liegt zu großen Teilen sicherlich am Cast, vor allem Greg Grunberg, den man aus der Serie Heroes kennt oder aus Paul Verhoevens Hollow Man, liefert hier als Alex Mathis wirklich eine schöne, verschrobene Performance ab. Und in dieser Hinsicht steht sein Kompagnon Lombardo Boya, der halt Ramos spielt, in keiner Hinsicht nach. Und natürlich gibt es dann noch solche Auftritte von Ray Wise, hier als planloser Major, den kennt man natürlich als Robocop. Lin Shaye, ja, die gute Lin Shaye aus Snakes on a Plane oder Insidious. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist ein durchweg guter Cast, Cast, der wirklich auch versucht zu schauspielern, während in anderen Trash-Filmen eigentlich nur rumgestanden wird und so, oh, okay. Und der heutige Trash-Film oder heute Trash-Film, der eigentlich mehr vom Filmtitel und dem titelgebenden Monster erlebt, hier ist es fast die komplette Mischung. Der Film hat eine wirklich gute Mischung zu bieten aus B-Tierhorror- bzw. Monsterfilm-Elementen und natürlich auch sehr viel Comedy-Relief, aber das macht wirklich sehr viel Spaß. Und obwohl der Film großteils nur CGI-Effekte zu bieten hat, sind diese doch eher nostalgisch angelegt und kommen weitaus besser rüber in ihrer Qualität als in 30 The Asylum-Filmen zusammen. Ja, muss man letzten Endes sagen. Wobei ich an dieser Stelle sagen muss natürlich, dass Big Ass Spider absolute Geschmackssache ist. Schon allein der Filmtitel dürfte abstoßen, allein die Trailer, wobei die Trailer sind schon absolut grandios, das virale Marketing, was hier stattgefunden, quasi hat den Film, ja, sicherlich in eine Liga mit Asylum-Werken katapultiert, aber man sollte den Film definitiv als etwas sehen, was fernab dieser Asylum-Schiene funktioniert, da dieser Film sicherlich ein anständiges Budget zur Verfügung hätte und ziemlich groß anfängt, er mit einer Vorblende quasi das Ende etwas vorwegnimmt und von der Umsetzung her wirklich sehr charmant, sehr liebenswürdig daherkommt und deswegen hat mir Big Ass Spider wirklich sehr viel Spaß gemacht und ist definitiv mal etwas anderes als immer wieder diese blöden, pomadigen Scheiß-Hai-Filme, denn der Tierhorrorfilm mag zwar einen gewissen Boom erleben, aber der hat ihm auch in gewisser Weise geschadet. Und Big Ass Spider hilft quasi dem Tierhorrorfilm bzw. dem B-Trash etwas aus dem quasi Gülle-Sumpf und bekommt von mir wohlverdient gute 8 von 10 Punkte. Ein Film, bei dem man sehr viel Spaß haben kann. Ich bin erstmal raus und werde jetzt erstmal schauen, ob hier noch irgendwelche Spinnen in der Bude rumwuseln. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Chris.